Heute führt uns unsere Reise nach Südengland. Etwa 15 Meilen von Dover entfernt liegt die kleine Ortschaft Hythe an der Südküste in der Grafschaft Kent. Hier in Hythe beginnt unser Film über die Romney, Hythe and Dymchurch Railway. Hundert Meter unter uns liegt die Railway Station Hythe. Sie besitzt überdachte Bahnsteige, die bei schlechtem Wetter den Reisenden Schutz bietet. Auch eine Drehscheibe zum Drehen der Dampflok ist im Bahnhofsbereich vorhanden. Die für die Hauptstrecke notwendigen Weichen und Signale werden über ein mechanisches Stellwerk bedient. Heute fahren wir mit der Dampflokomotive mit dem Namen Northern Chief auf der 13,5 Meilen bzw. 21,7 Kilometer langen Strecke von Hythe nach Dungeness. Die Northern Chief, Baujahr 1924, ist der naturgetreue Nachbau der damals eingesetzten Dampflokomotive für den Zug Flying Scotsman von London in der schottische Edinburgh. Es ist 10.30 Uhr. Der erste Morgenzug aus Romney trifft in der Endstation in Hythe ein. Lange Zeit in Bezug auf die Spurweite war diese Railway bis 1978 die kleinste öffentliche Eisenbahnstrecke der Welt. Hier in Hythe werden die Lokomotiven auf der Drehscheibe umgedreht und für die Rückfahrt noch mit Wasser betankt.
Zwei englische Millionäre, die die Geschwindigkeit liebten, erfüllten sich einen Kindheitstraum. Sie bauten die kleinste Spurweite, mit der man Menschen in geschlossenen Wagen transportieren konnte. Ursprünglich wurden Schüler befördert, doch heute fährt sie hauptsächlich für die Touristen. In den 1920er Jahren gebaut und am 16. Juli 1927 eröffnet. Die Romney Hythe Dymchurch Railway in der Grafschaft Kent. Die Spurweite ist 15 Zoll, was 381 mm entspricht. Nun beginnt unsere Fahrt mit der Schmalspurbahn. Diese historische Dampfeisenbahn fährt durch eine malerische Landschaft von Kent und gehört zu den größten Touristenattraktionen dieser Grafschaft. Nach 8,5 Meilen erreichen wir die Station New Romney. Die New Romney Station ist das Hauptquartier der Eisenbahn. Hier befindet sich die Werkstatt und das BW, das wir im zweiten Teil unseres Filmes über die Romney Hythe and Dymchurch Railway detailliert vorstellen. Thank you.
Nach kurzer Pause geht es nun in die 5 Meilen entfernte Endstation Dungeness. Zur Vermeidung einer Bahnschranke unterquert die Eisenbahn durch einen Doppeltunnel die Little Stone Road. Romnisens erfolgt eine Zugkreuzung. Die Zugsicherung einer eingleisigen Strecke erfolgt über ein Tokensystem. Hier bei der Zugkreuzung sehen wir den Austausch des Token. Nur wer einen Token besitzt, ist berechtigt, den entsprechenden eingleisigen Streckenabschnitt zu befahren. Mit 20 km pro Stunde geht es durch das Marschland und im Hintergrund sehen wir das Kernkraftwerk von Dungeness. In Kürze werden wir die Endstation Dungeness erreichen. Das Bahnhofgebäude ist ein einfaches Holzgebäude. Im Hintergrund sehen wir den schwarzen Leuchtturm und für die Reisenden gibt es noch das Café Light. Hier an der Endstation endet unsere Reise mit der Romney Hythe and Dymchurch Railway. Gebaut wurde sie in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und es war für uns eine einzigartige Zugreise durch das Marschland im Süden Englands. Ha ha ha.
Kalmar.